Guten Morgen und willkommen zu Tag 13 unseres YouTube-Adventskalenders. Gestern haben wir, wie ihr gesehen habt, die Beifahrerseite mit den Bäumen beklebt und die Seite quasi komplett fertig gemacht. Und heute steht die Fahrerseite an. Ja, das machen wir. Mal schauen, wie weit wir da kommen, wie schnell wir vorwärts kommen und ja, gegebenenfalls machen wir noch ein paar andere Kleinigkeiten. Also viel Spaß bei der heutigen Folge. Bis später. Schaut mal, wer da so brav in dem Auto wartet. Der Paul. Hallo. Pauli. High five. Yay. Gehen wir mal. Pauli, wollen wir gleich mal. Gehen wir gleich mal auf die Wies? Ja? Gleich. So, genau. Wir gehen jetzt gleich mal auf die Wies. Das ist nämlich Pauls Stichwort, um rauszugehen. Ich habe die Seite fertig. Tada! Könnt ihr es erkennen? Geil. Genau, und jetzt habe ich gerade schon, habe aber irgendwie vergessen zu filmen, das Heck schon vorbereitet. Ein bisschen hell. Genau, das mache ich nach der Mittagspause weiter. Und dann war es das mit der Folierungsgeschichte tatsächlich fast. Ich glaube, wir müssen noch ein, zwei Friendship-Logos drauf machen. Das machen wir aber nicht heute, weil die muss ich erst noch herstellen. Tada! Die Bäume sind jetzt hinten auch drauf und jetzt gibt es ja mehr oder weniger schnell noch die Planken auf die Beifahrer, noch die Planken auf die Fahrerseite, damit endlich dieses hässliche Weiß weg ist. Und dann montiere ich den Schnorchel und dann habe ich noch eine kleine Überraschung, aber eins nach dem anderen. Nachdem jetzt alle Seitenverkleidungen, diese Seitenplanken wieder drauf sind, können wir uns nun wieder um den Schnorchel kümmern. Der Schnorchel sitzt ja hier. Da ist normalerweise der Ausschnitt. Den schneide ich jetzt wieder frei. Und dann kann ich das gute Stück wieder montieren. Voll geil! Der Schnorchel ist mittlerweile auch wieder montiert. Das erste Gösser ist auch schon auf. Und jetzt habe ich ja gesagt, habe ich noch eine kleine Überraschung. Und das zeige ich euch jetzt mal, was das ist. Wir haben von der Firma Frontrunner zwei Pakete geschickt bekommen. Eigentlich sind es sogar drei, aber das dritte zeige ich euch noch nicht. Genau, und was da drin ist, gucken wir uns jetzt mal an. Verpackung. Schrauben und raus. Diese Halter. Wofür diese Halter sind, keine Ahnung. Aber ich glaube, die sind. Oh, seid ihr auch schon so gespannt? Ich bin mega gespannt. Junge, 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 Junge. Nein, das ist keine Gitarre, das sind Maxtrax Sandbleche. Und die haben wir bewusst in Orange gewählt, damit auf dem dunklen Auto doch so ein klitzekleiner Kontrast dran ist. Und die Teile sollen jetzt irgendwie da oben dran. Und ja, ich würde sagen, das bauen wir jetzt mal an. Das Coolste ist übrigens, alle Maxtrax-Besitzer kennen das wahrscheinlich, aber für die, die es nicht kennen, hallo. Oh Mann, Touch, ey. Will nicht scharf stellen, egal. Schlüsselanhänger in Maxtrax-Form, mega cool. Danke an dieser Stelle schon mal an die Firma Frontrunner. Wenn ihr sowas auch haben wollt, checkt einfach mal den Link in der Beschreibung, da könnt ihr die kaufen.
war ein bisschen fuddelig, weil ich die Adventure-Reling nämlich runtermachen musste. Aber jetzt gucken wir mal, ob es passt. Ja, das sieht doch schon mal ganz geil aus, würde ich sagen. Ich mache jetzt die Dinger final wieder fest, mache die Adventure-Reling wieder drauf. Dann kann ich das zweite Max-Track drauf machen. Und ich glaube, dann bin ich so langsam durch für heute. Auch dieser Tag ging schon wieder relativ ereignisvoll zu Ende, muss ich sagen. Wir haben den Schnorchel wieder dran, wir haben die Fahrerseite komplett foliert, wir haben unsere neuen Max-Tracks montiert. Ich finde, es sieht so geil aus in dem Orange. Also klar, wir wollen uns ja tarnen und so und möglichst nicht so auffällig sein. Ich glaube, das gelingt uns mit dem Van eh nicht so. Aber so einen kleinen Farbtupfer, denke ich, konnten wir schon machen. Ich finde es ziemlich geil. Genau, und morgen werden wir... Oh, morgen Mittag muss ich zum Arzt. Da erzähle ich euch aber morgen, warum. Genau, und davor werde ich noch so ein paar Stellen, die, wo ich einfach mit der Folie nicht dran gekommen bin, und auch die Scharniere hinten, die werde ich schwarz färben mit einem Lack. Da muss ich mal schauen, ob ich das ordentlich hinkriege mit Pinsel. Und ja, dann haben wir noch so die eine oder andere Kleinigkeit, die ihr dann aber sehen werdet die nächsten Tage. In diesem Sinne, einen schönen Feierabend euch. Wir sehen uns morgen. Tschüss mit Ö.